Generation Combo. Da habe ich ein paar Ideen. Da bestelle ich jetzt mal das Spinnei, das Familienfoto, das Foto und die Blumen. Und das verbrennen wir jetzt alles gleichzeitig. Und dann schieben wir es eh. Na komm. Dann werden schon die richtigen zwei Sachen dabei sein, hoffe ich mal. Schnell alles anzünden. Ja, das Spinnei, das Familienfoto war es wirklich. Wow, Eskaliration hier. Eskalieritatis. Okay, cool. Ein Achievement gibt es noch, und zwar Filmabend. Da braucht man natürlich Popcorn für einen Filmabend und einen Fernseher. So. Wunderschön. Ich vermute ja, der Kniff ist, dass der ganze Rauch dazu führt, dass die Sonne nicht mehr durchkommt, dass deswegen immer kälter wird. Auf jeden Fall wird das schon auch ein bisschen thematisiert, das wird schon auch immer angesprochen, dass die Stadt im Grunde von einer dichten Rauchwolke durch das ganze Verbrennen umhüllt ist und so. Ja, ja, genau. Okay, alle Achievements aus dem ersten Katalog erfüllt. Kaufen wir uns den zweiten Katalog. Mit Spielsachen, wie zum Beispiel dem Waschbärstofftier. Er ist so knuddelig und liebenswert, man muss ihn einfach umarmen. Es könnte Tollwut enthalten sein. Jetzt aus 30% getrocknetem Holz hergestellt. Das Heizgebläse. Eichhörnchenpfeife. Der erhabene Klang der Natur. Okay, nur ein entschlossener Griff, einen entschlossenen Griff entfernt. Und eine zerbrechliche Glühbirne verursacht mehr Stichwunden als die führenden Hersteller. Besitzergreifendes Hasenstofftier. Ein flüchtiger Blick in das Herz der Dunkelheit. Ah ja, wir haben keinen Platz mehr. Na gut, schauen wir jetzt erstmal. Ah! Wir können für 30 Gold jetzt unseren Briefkasten erweitern. Haben wir gerade nicht, aber bestimmt gleich, wenn wir das verbrennt haben. Werf mal eine Glühbirne hier rein. Kann man wirklich auch gegen die Wand werfen. Das finde ich irgendwie lustig. Cool. Aber verbrennen kann die bestimmt auch. Zumindest explodiert sie wahrscheinlich. Okay. Nice. Komisch, dass der brennt und nicht einfach nur glüht. Erweiterung. So. Tollwütiger Stofftier. Waschbär. Ist tollwütig. Was soll man da erwarten? Der Heizlüfter würde mich interessieren, ob der von alleine zu brennen anfängt. Ganz ohne Hilfe. Das sieht nämlich schon fast so aus, oder? Ich glaube, der entflammt sich von ganz alleine bestimmt, oder? Ja, da geht's schon los. Sehr schön. Und die Eichhörnchenpfeife. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du, dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo. In Liebe, Miss Nancy. Hey, Kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. Shove
But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Okay. Genau. Tomorrow Corporation heißen auch die Hersteller von dem Spiel, das Entwicklungsstudio. Das ist der Name, der mir gerade nicht eingefallen ist. Und die Tomorrow Corporation hat auch vor allem, wahrscheinlich kennen die meisten World of Goo. Damit sind die quasi bekannt geworden. War, glaube ich, auch wirklich ihr Erstlingswerk. Aber 7 Billion Humans zum Beispiel ist auch von denen. Und wie hieß der Vorgänger? Dieses Programmierspiel Human Resource Machine, genau. Dafür kennt man die. Es gibt jetzt übrigens einen Mod-Launcher für Satisfactory. Oh Gott, ich müsste erst wieder ins Standardspiel reinkommen, bevor ich an Mods denken kann. Aber grundsätzlich cool. Little Inferno ist so ein perfektes Beispiel dafür, was falsch läuft. Man nimmt etwas Tolles, das lange halten würde, und verbrennt es so schnell, dass man etwas Neues kaufen kann und muss. Das stimmt. Also, da wir es nicht so lange spielen werden, kann ich das ja auch so ein bisschen vorwegnehmen. Was in dem Spiel nämlich noch häufiger angesprochen, angeteased wird so ein bisschen, ist im Grunde die Tatsache... Also, ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist, glaube ich, ursprünglich für Mobile Devices erschienen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, ursprünglich war das vor allem so Tablet- und Handyspiel. Und im Endeffekt ist ja die Spielmechanik, man verbrennt Sachen und kriegt dafür Geld, damit man mehr Sachen verbrennen kann. Und im Endeffekt sitzt man hier und verbrennt seine ganze Zeit und das ganze Geld. Einfach nur mit irgendwas total Monotonen und Simplen. Man macht eigentlich nichts. Man hat nichts davon. Letztendlich verpufft alles. Und das Spiel ist einfach so eine perfekte Metapher für Handyspiele im Allgemeinen. Das sind oft so, meistens so gehaltfreie, so inhaltlose Spielchen, die einem irgendwie nur die Zeit verbrennen lassen. Und man sitzt da und investiert immer mehr in den Schmarrn und im Endeffekt sitzt man einfach nur da und verbrennt seine Zeit und teilweise auch echtes Geld. Nur, damit man dann weiterhin mehr Zeit und mehr Geld verbrennen kann. Mehr hat man nicht davon. Und das macht Little Inferno echt ziemlich nett. Und ganz am Schluss gibt es nochmal einen großen Plot-Twist. Den verrate ich jetzt aber wirklich nicht. Wo das Ganze nochmal richtig schön abgerundet und so wird. Das ist wirklich empfehlenswert. Jetzt spielen wir noch ein bisschen weiter, solange es noch Spaß macht, finde ich. Ich finde das gerade ganz nett, hier einfach Sachen zu verbrennen und währenddessen im Chat lesen zu können. Es gibt auch Spiele, wo der Chat immer ein bisschen drunter leidet, aber hier ist es perfekt. Little Inferno Fireplace ist so ziemlich mein Lieblingsspiel, obwohl es keinen Sinn macht. Du kaufst Sachen, verbrennst sie und sie geben dir mehr Geld, als wie du ausgegeben hast. Ah, ich liebe gratis Sachen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, ich hoffe, sie veröffentlichen ein gratis Update für Little Inferno Fireplace. Mit pinken Holzscheiten. Von Sugar Plums. PS, psst. Das Ding im Hintergrund sieht aus wie ein Gesicht. Ist aber keins. PPS, aber es kann dich sehen. Ah, vielleicht, wer weiß. Genau. Ich veröffentliche dann eine Buchreihe. Da erfahrt ihr dann unter anderem den Plot-Twist. Und mehr.
Okay, verbrennen wir mal den total abgedrehten Hasen. Die beste Freunde-Ersatzpille. International verboten. Hier aber total sicher. Immer bereit für eine Umarmung. Der Gefühle-Bär-Stofftier. Der Ölfrachter. Studien zeigen, dass Ölflecken Tierbabys helfen, an der Oberfläche zu treiben. Ja. Bauklötzchen, gut für den jungen, austreibenden, aufstrebenden Architekten. Okay. Stoffhase. Spinne. Die beste Freunde-Pillen. Mal schauen, was die machen. Oh! Die sehen alle aus wie Isaac. Wie Binding of Isaac, Isaac. Und die platzen in kleine Herzchen. Okay, rat mal. Ich bastel dir was. Weil du ein ziemlich guter Freund bist. Ich habe das ziemlich statt das gut langgezogen. Obwohl du nie meine Briefe beantwortest. Okay, aber du musst mir zuerst etwas schicken. Der Gegenstand, den du mir schicken sollst, ist rot. Und anziehend. Und hat lange unsichtbare Arme. Haha, nein. Es ist nicht Liebe. Es ist ein Magnet. Okay, kaufen wir in den Magneten. Und bauen was aus Bauklötzchen. Das ist cool. Ich habe früher wirklich als Kind eine Tante hatte einen Ofen, einen Kamin. Besser gesagt, wirklich einen offenen Kamin. Und da habe ich dann oft aus Pappmaché und so, also aus Pappe einfach, kleine Häuschen und so gefaltet und die in den Ofen gestellt, in den Kamin gestellt, um zu sehen, wie alles verbrennt. Mein Psychiater hat gesagt, dass das nicht besorgniserregend ist. Und das hat mir echt Spaß gemacht, das habe ich echt gern gemacht. Da habe ich mich stundenlang damit beschäftigen können. Vielleicht spricht mich das Spiel auch deswegen so an. Jetzt bauen wir eine monumentale Stadt, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Hier ist das Boot am Hafen. Und hier ist der riesige Teddybär, der alles zerstören will. Was zünden wir jetzt an? Ich zünd den Teddy an? Nee, zünden wir das Schiff mal an und schau mal, ob sich das Feuer von dem Öltank hier... Wow... Das ist zwar cool. Oh, okay. Die Stadt wurde gesprengt. Das ging schnell. Hätte ich mir denken können beim Ölfrachter, beim Öltanker. Ach ja, genau. Die Magneten wollten wir ihr schicken. Das ging schnell. Verdammt nochmal. Das spielt schon eine gute Parabel zu sein. Ja, das ist sie wirklich. Wenn mir richtig langweilig ist, mache ich sowas auch immer in der Realität. Kontrolliert Sachen abbrennen macht Spaß. Ja, mir auch. Ich bin da auch so ein kleiner Pyromane. Oder auch, wenn man so einfach nur ein Lagerfeuer draußen macht. Da einfach Sachen reinwerfen, nur um zu sehen, wie sie verbrennen. Ist schon was Schönes. Was ganz schön Destruktives. Thanatos lässt grüßen. Okay, danke für den Magneten. Ich kann spüren, da ist etwas Besonderes an ihm. Hast du es auch bemerkt? Was? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir trotzdem etwas basteln. Ich bin nicht wirklich gut, was Deadlines angeht. Aber du kannst das hier haben fürs Erste. Ich denke, es ist kaputt. Du bekommst ein Thermometer. Cool. Ist es wirklich kaputt? Oh, nein. Ich glaube, es hat funktioniert. Aber nur kurz. So, wo waren wir stehen geblieben? Schlangenüberraschung. Deine Freunde werden nie vermuten, dass es nicht mit Schlangen gefüllt ist. Das ist die Überraschung. Okay. Pyranosaurus-Stofftier. Häufig serviert mit den köstlichen Steak-Sau-Raus gut durch. Was? Was stand da gerade?
Verdrossener Elfstofftier. Bringt allen Jungs und Mädchen Freude. Wandelndes Auge. Oh, das ist irgendwie creepy. Lass deine miserablen Fotos wie alte miserable Fotos aussehen. Kaltes Metallherz, am besten geeignet für die Menschen, die clevere Geschäftsentscheidungen treffen müssen. Sehr gut. Okay, mit was ist dann die Schlangenbox gefüllt? Das kenne ich nur aus Filmen. In den USA ist das, glaube ich, so ein Ding, dass man irgendwie so Erdnüsse oder irgendwelche Dosen quasi kaufen kann, wo dann draußen quasi Erdnüsse draufgedruckt sind oder so. Und dann macht man die auf und es springen so Stoffschlangen raus, so pew. Und das ist quasi das Gegenteil. Ich bin gespannt, was wirklich drin ist. Puh. Ich wusste, dass Merlin ist nicht seine Freundin, sie ist seine Betreuerin. Zelda und Merlin sind bestimmt auch die Wachhunde, nicht die Kuschelkatzen. Vielleicht. Auf YouTube gibt es Videos, wo Leute Skulpturen aus Streichhölzern bauen und die dann verbrennen. Ja, sowas ist auch cool. Zelda und Ganon, genau. Genau, Zelda, Ganon und Link heißen die drei Katzen. Ich habe keinen Wikipedia-Eintrag, nee. Habe ich nicht. Ich glaube, dafür bin ich auch viel zu unbedeutend. Ich glaube, der würde gelöscht werden, zu Recht. Ein Landsquid Bird oder Wiki. Ein Wikia könnte man höchstens machen. Diese Stofftiere, die blinzeln doch alle. Aber laut Beschreibung sind Stofftiere. Und ich hoffe mal, das sind sie auch. Okay, schauen wir mal, was da drin ist. Ah! Spritzen! Damit hätte wohl niemand gerechnet. Okay. Warte, ich heb mal so eine Spritze auf. Und jetzt impfen wir den Dinosaurier mal. Vielleicht ist er dann gegen Feuer immun. Tada! Mal schauen, ob es funktioniert hat. Wahrscheinlich. Ist das Instagram? Hey, ist das eine Instagram-Parodie oder interpretiere ich zu viel rein? Dass die Kamera so ein bisschen aussieht wie das Instagram-Logo früher und dass es heißt, sorgt dafür, dass deine hässlichen Fotos wie alte hässliche Fotos aussehen. Könnte so eine Anspielung auf die Filter sein. Ich weiß es nicht. Wir zünden sie an. Das ist ein Foto von uns. Unheimlich. Wäre so cool, wenn die Kamera da wirklich... Die Switch hat doch eine Kamera, ne? Aber gut, ich spiele es in der Docking Station, da wird es nicht funktionieren. Aber das wäre cool. So, und jetzt... sprengen wir alles mit dem Elfen. Das kalte Herz. Cool. Kann das das Feuer auch wirklich ausmachen? Ja, schon irgendwie. Aber jetzt brennt es, glaube ich, selbst. Wow, das saugt Feuer ein und sammelt es dann in sich. Aber setzt es das auch wieder frei? Oder bleibt das jetzt so? Naja, wir kaufen neue Sachen ein. Nämlich die Walkürenpuppe. Bricht Herzen und Champagnergläser. Uncle Sam Boom Boom. Ah, so ein Feuerwerkskörper-Dingens. Das ist bestimmt cool. Spielzeug-Kobold. Glücklicher, als er aussieht. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, jetzt ist das einsaugkalte Herz kaputt gegangen. Der sieht irgendwie ein bisschen krank aus, ne? Diese rote Aura ist irgendwie... weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Er hat auch ein bisschen Probleme, stehen zu bleiben. Der Kopf ist zu schwer. Naja, dann kommt Baldini. Spießen wir ihn mal auf. Oh, da wirklich, er infiziert sich. Sie zerfällt jetzt.
Die zerfällt jetzt, weil er sie infiziert hat mit was auch immer er hat. Finde ich lustig. Finde ich lustig. Aber die Feuerwerk... Das Feuerwerk würde ich jetzt schon gerne sehen. Geh mal weg, kranker Elf. Zünden wir mal das Feuerwerk an. Ja! Wow, ganz schön viel Gold. Oh, ich vergaß. Da war etwas, das ich noch sagen wollte. Bist du da? Ich bin da, ja. Phew. So, was haben wir noch als nächstes? Hier haben wir noch eine Mini-Nook. Ein Kätzchen-Kätzchen-Pupu-Stofftier. Und der Mond. Aber der Mond ist teuer. Können wir uns den überhaupt leisten? Momentan noch nicht. Aber wir kriegen auch noch einen Brief. Haha, ich weiß, dass du da bist. Du willst wissen, warum ich das weiß? Bist du bereit dafür, dass ich dir etwas verrate? Wirklich, wirklich bereit? Okay. Hör mir gut zu. Psst. Ich bin deine Nachbarin. Und ich glaube, ich bin hier gefangen. Genau wie du. Du und ich. Und eine schmale Wand zwischen uns. Von deiner Nachbarin, Sugar Plums. Bisschen creepy, bisschen weird. Die Mini-Nook, aber die macht nur Sinn, wenn wir andere Sachen damit in die Luft sprengen, finde ich. Ich glaube, ich baue wieder ein Haus aus Bauklötzchen. Jetzt müssen wir eine Minute warten, bevor ich mehr Bauklötzchen kaufen kann. Das ist so gemein. Dann kaufe ich noch ein paar Ziegelsteine. Das ist gut. Und die da auch noch. Und dann bauen wir jetzt. Ja, das ist gut. Das ist gut. An deiner Stelle würde ich umziehen. Weit, weit weg. Ja, das stimmt. Du hast mehr Fans als manche Kleinstadt-Einwohner. Zumindest wie viele Dörfer und so. Das stimmt schon, da hast du recht. Das stimmt wirklich. Aber trotzdem nicht Wikipedia-Bekanntheit. Aber wenn man das so sagt, ist das schon irre. Das stimmt schon. Wie viel eigentlich Abonnenten der Kanal hat. So. Achtung, Spinne, Vorsicht. Versuch gerade eine Stadt zu bauen, die wir dann mit der Nuke in die Luft sprengen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was das wird, wenn es fertig ist, aber hübsch ist es. Sehr, sehr hübsch. Machen wir es so. Ah! Ah, oh, ist gar nicht so leicht. Okay. Okay. So. Und jetzt die Mini-Atombombe hier rein, würde ich sagen. Oh oh. Oh oh, Entdeckung! Das gibt sogar eine Bauklotz-Kombo. Yeah. Der hat ganz schön aufgeräumt. Die Atombombe macht ganz schön alles sauber. Die Spinnen sehen aus wie Inkognito. Das stimmt, da hast du recht. So, machen wir mal noch die Katze Pupu. Es sieht ein bisschen aus wie so Katzenzungen. Diese Schokodinger. Zünden wir es schnell an und reden nicht mehr drüber. Es gab doch früher wirklich... Also keine Katze Pupu, aber ich kann mich erinnern, dass es früher so Babypuppen gab, die irgendwie pinkeln konnten. Ja, und auch der Hund, der Pippi Max. Oh Gott. Der Mond, Miniaturmond, hergestellt aus echten Kometen. Cool.
Auch, dass man hier diese Sonnen-Dinger kriegt. Ich meine, in dem Spiel muss man kein Echtgeld dafür ausgeben. Aber dass man die Tomorrow-Briefmarken dafür verwendet, dass der Versand der Items schneller geht, das ist so... Oh, ist das nice. Das ist so eine Anspielung auf so Handyspiele. Wenn wir jetzt aus Glühbirnen ein paar Planeten machen...